Jetzt hätte ich schon fast gesagt, schön euch zu sehen, aber das stimmt heute nicht. Schön, dass ihr uns seht, schön, dass ihr mich seht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum 4. Freiraumgottesdienst aus der Kirche in Selbitz. Und wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, seht ihr nicht nur mich heute Abend, sondern auch die Sophia Lederer, die uns musikalisch begleiten wird. Und später auch noch die Schwester Nicole aus der Christusbruderschaft in Selbitz. Und natürlich auch mit dabei, auch wenn man sie selten oder gar nicht sieht, sind die Jungs und Mädels von der Technik, die hier alles zum Laufen bringen. Vielen Dank schon mal dafür. Ich bin der Johann und komme aus Bayreuth und jetzt kommt eine sehr persönliche Aussage über mich, von der ich bis vor kurzem selber gar nichts wusste. Ich bin an einem Montag geboren, vor genau 8252 Tagen. Ihr werdet euch jetzt denken, gut, dass der Johann Mathe studiert und sowas weiß. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, weder Geburtstage noch Zahlen, sondern die Aussage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist wie neu geboren. Schön, dass ihr dabei seid. Neu geboren. Ich denke mal, jeder von euch kennt dieses Gefühl und mir fällt da spontan
ein schöner langer Besuch in der Therme ein, wo ich mich ein paar Stunden im Salzbecken aufgelöst habe und dann wieder rauskomme. Da fühle ich mich wie neu geboren. Aber es steckt noch viel mehr dahinter als nur irgendwie ein angenehmes Gefühl. Und Paulus schreibt dazu was ganz Gutes im zweiten Brief an die Korinther. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Viel mehr wie neu geboren geht ja wohl eigentlich gar nicht. Wir wollen in diesem Gottesdienst Jesus preisen und loben. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie geht dieses wie neu geboren, wo können wir sowas sehen, dann weiß ich, wohin wir uns wenden müssen.
Neu geboren. Darum geht es heute. Neu geboren. Und wir haben gehört, es gibt viele Möglichkeiten, sich neu geboren zu fühlen. Für die einen ist es der Besuch in der Therme. Für die anderen ist es der Moment, in dem die Seele aufatmen kann. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Ja, genau da bei Gott atmet die Seele auf. Es ist ein großes Glück, neugeboren zu sein. Und von diesem Glück erzählt auch der Prophet Jesaja im 40. Kapitel seines Buches. Auch er redet davon, es gibt so etwas wie eine neue Geburt. Und wie ist dieses Buch angelegt? Wir haben eine Fülle von prophetischen Worten in diesem Buch, wo es in erster Linie um schlechte Nachrichten geht. Das Volk Gottes ist in Schwierigkeiten. Es ist sozusagen Gott nicht willfährig, nicht hinreichend. Sie entfernen sich von Gott und, und. Und letztlich tritt dann auch die Katastrophe ein. Die Verbannung, die Verelendung des Volkes, die Gefangenschaft. Und nun plötzlich aber der Gedanke von Neugeboren. Es gibt plötzlich den Trost, den Jesaja formuliert und von dem er ganz deutlich macht, dass er sagt, jetzt beginnt eine neue Zeit. Und in all dem, was ihr jetzt erlebt habt, beginnt eine neue Zeit. Von Gott sagt der Prophet nun, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Das ist ein Trostwort in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Das ist ein Trostwort, das davon erzählt, dass Gott es vermag, mitten im Unglück Leben zu schenken und Leben entstehen zu lassen. Hier geht es um Erfrischung, um neues Leben. Und warum gelingt es? Es gelingt deswegen, weil der große Gott einfach mehr Möglichkeiten hat als wir. Unsere Unmöglichkeiten sind für Gott irrelevant. Er hat viel größere Möglichkeiten und deshalb kann der Prophet auch entsprechend fortfahren. Jünglinge werden müde und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das sind wundervolle Sprachbilder davon, wie neues Leben entsteht, wie neue Kraft und neue Energie entstehen, mitten in einer Situation, die das eigentlich so gar nicht nahelegen. Der Unterschied und warum es so gelingt, ist hier zu finden. Es sind diejenigen, die auf den Herrn harren. Das ist der entscheidende Unterschied, der hier geschieht. Also das Vertrauen auf Gott zu setzen und zu sagen, okay, es ist besser, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen, als mit den eigenen Unmöglichkeiten. Und in der Tat, wir alle haben diese Form von Neugeburt ja letztlich erlebt. Denn wir alle haben Ostern gefeiert. Es ist wenige Tage her, dass wir das getan haben. Und wer hätte gedacht, dass der Gott, der da in die Welt gekommen ist, sich verspotten lässt, sich zum Hohn machen lässt? Wer hätte gedacht, dass seine Antwort darauf nicht ist, dass er die Menschheit vernichtet, sondern dass seine Antwort darauf ist, noch mehr Liebe in die Welt hineinzuschenken. Wer hätte gedacht, dass dieses Ostergeschehen wahr werden würde, dass also tatsächlich dort einer aus Liebe sich hingibt, dass dort einer stirbt und nicht nur das, dass Gott unser Leben lebt, unseren Tod stirbt und uns dann die Tür aufmacht ins ewige Leben, um deutlich zu sagen, du mit deinem Leben, wo die Schwierigkeiten sind, ich habe darauf immer noch eine größere Antwort der Liebe. Wer hätte also gedacht, dass Gott das Lebensversprechen, das er vor aller Zeit schon gegeben hat, dass er das tatsächlich einlöst? Und doch, wir haben es gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Gott genau das getan hat. Und seitdem sind wir alle wiedergeboren und sind eingeladen, als österliche Menschen zu leben, nämlich als die Menschen, die das glauben, dass dieses Lebensversprechen sich in Christus erfüllt hat, auch wenn die Welt, in der wir leben, das nicht immer nahelegt. Nun also kann das österliche Leben beginnen, denn es gilt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das heißt also, um alle Angst zu überwinden, ist Gott in die Welt gekommen. Um Leid mitzutragen, ist Gott in die Welt gekommen. Um überhaupt dieses Lebensversprechen einzulösen, ist Gott in die Welt gekommen, hat unser Leben gelebt, ist unseren Tod gestorben und hat uns dauerhaft die Tür aufgetan zur Ewigkeit Gottes.
Nun könnte man sagen, alles gut jetzt, wenn es so ist. Neugeboren also. Tja, neugeboren, aber es klingt alles sehr gut. Doch schon der Prophet Jesaja macht deutlich, hier stimmt etwas nicht. Denn das mit dem Vertrauen auf dieses Lebensversprechen, das von Gott eingelöst wird, ist ebenso eine Sache. Und Jesaja sagt ganz deutlich, wir müssen leider immer mit dem Menschen rechnen, nämlich mit dem Menschen, der nicht wirklich glaubt. In seinem Fall sagt er deutlich, die Menschen sind müde und sie sind unverständlich. Sie haben das Unvermögen, sie kriegen es nicht hin mit der Glaube, mit der Liebe und mit der Hoffnung. Sie kriegen es einfach nicht hin. Und deshalb, weil die Menschen so auf das Ihrige schauen, haben sie nämlich eine Frage, nämlich eine ganz egoistische Frage, die da lautet, sieht mich Gott überhaupt? Sieht mich Gott in dem Elend, was ich erlebe? Sieht mich Gott in meinem täglichen Leben? Bin ich eigentlich wichtig genug, so wichtig genug, als dass er mich sehen könnte? Liebt Gott mich überhaupt? Oder in der Sprache des Gottesvolkes, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Das ist biblisch für du siehst mich nicht und du kümmerst dich überhaupt nicht um mich. Heißt, es interessiert dich nicht Gott, wie mein Leben funktioniert und es interessieren dich auch nicht meine Sorgen, weil ich dich nicht spüre. Das ist das Problem, was dahinter steckt. Wir hätten es gern konkret, aber Gott in seiner Unverfügbarkeit, wir haben ihn nicht konkret. Und da kommt ganz schnell dieser Modus des Murrens, du findest mich doch eigentlich gar nicht wichtig und eigentlich ist es mir nicht möglich, an dein Wirken in der Welt zu glauben. Und das ist der zweite Punkt, den Jesaja macht. Es ist nicht nur der Mensch, der die Schwierigkeit ausmacht, sondern es ist auch die Welt, die sozusagen auf uns alle eindrischt und sagt, nein, es gibt keinen Gottesbeweis, schau in die Welt, das ganze Leid, was wir haben, das Elend, die Flüchtlingsbewegung, selbst die Corona-Pandemie, all diese ganzen Geschichten machen doch eher deutlich, es gibt dieses Handeln Gottes nicht. Schau selbst bei kirchlichen Amtsträgern, Missbrauch von Macht und, müsste neugeboren nicht heißen, und das ist doch die Frage dahinter, müsste neugeboren nicht heißen, alles ist gut? Neugeboren also. Nein, es müsste nicht heißen, alles ist gut. Denn die Welt ist so, wie sie ist. Und wir sind in die Verfasstheit dieser Welt hineingeworfen. Und Welt, in der Welt zu sein, bedeutet, in der Freiheit und in der Liebe Gottes zu leben. Wir sind frei, einander Böses zu tun. Wir sind frei, uns zu entscheiden für und gegen Gott. Wir sind frei für diese ganze Geschichte. Wir sind frei, weil Gott liebt. Und mit Liebe geht dieses Maß an Freiheit eben einher. Wir können uns also verhalten wie die Axt im Walde mitten in der Welt. Aber es gehört auch zu der Liebe, dass es immer die Möglichkeit gibt, umzukehren. Immer zu sagen, ich habe Schuld auf mich geladen und ich bitte um Vergebung. Es gibt immer die Möglichkeit, zurückzukehren zu Glaube, zur Liebe und zur Hoffnung. Trotzdem also neu geboren. Und der Prophet stellt hier uns eine entscheidende Frage, wenn wir an dieses Neugeboren denken. Denn er sagt, weißt du es nicht? Hast du nicht gehört? Ja, ist dann die Frage, was haben wir denn nicht gesehen? Was haben wir denn nicht gehört? Und die Antwort des Propheten lautet, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Was für eine hochinteressante Antwort. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Denn das bedeutet gleichzeitig, schaut mal weg von euch. Schaut mal nach oben. Schaut mal auf das, was ihr dort sehen werdet. Hebt mal die Augen auf. Über euch hinaus, über den Tellerrand hinaus. Und was sehen wir dort? Wir sehen dort die Größe Gottes. Wir sehen dort etwas, was uns bei weitem übersteigt. Wir sehen da etwas an Möglichkeiten und auch an Liebe und an Liebesraum, in den wir uns hineinversenken können, weil er so viel größer ist als wir selbst. Und Gott selbst sagt es ja auch durch den Propheten. Er sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Natürlich ist da niemand, mit dem wir Gott vergleichen können. Natürlich nicht. Natürlich redet er von seiner Allmacht und natürlich redet er von den Möglichkeiten, die uns bei Weitem übersteigen. Da ist es also, das Meer an Liebe, das Meer an Erbarmen, das Meer an Zugeneigtheit, ja selbst das Meer an Leben. Das heißt also, weil Gott liebt, dürfen wir aufatmen und dürfen wir leben, neugeboren werden. Und das werden wir. Also, neugeboren,
weil Gott uns liebt, befreit dazu, Schuld einzugestehen, wo wir Schuld auf uns laden und zu bekennen und Vergebung zu erfahren. Das gehört zum Neugeborensein dazu. Neugeboren, gestärkt durch Leid und Schwierigkeiten zu gehen, die bleiben ja nicht aus. Aber gestärkt zu gehen, weil wir nicht alleine gehen. Und gleichzeitig ermutigt sein, seiner Größe zu trauen. Er ist die Lebenskraft. Er ist der, der uns beschenkt mit seinen Möglichkeiten. Und er wird das tun, was uns letztlich allen zum Leben dient. Also, es gilt, der Spur des Propheten zu folgen. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Das ist das ganze Geheimnis. Seht die Größe Gottes, seht Gottes Möglichkeiten, seht, wie er mit uns unterwegs ist und lebt daraus. Als Neugeborene, die der Liebe Gottes vertrauen und die als österliche Menschen durch diese Welt gehen, weil sie etwas wahrgenommen haben von dieser Größe. Tatsächlich, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geboren. Seht ihr es denn nicht? Es wächst doch schon längst auf. Daraus mögen wir alle leben. Amen. Ja, was für ein fröhlicher Tag, an dem wir neu geboren wurden und was für fröhliche Tage, an denen wir neu geboren werden. Vielen Dank, Schwester Nicole. Wir haben allerdings auch gehört, dass damit nicht alle Sorgen und Probleme auf dieser Welt plötzlich verschwinden von selber.
Aber damit wir uns in diesen bisschen unsicheren Zeiten trotzdem an Sachen orientieren können, gebe ich jetzt mal ein paar Ankündigungen für die nächsten Tage. Nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleicher Ort, findet wieder der Freiraum-Gottesdienst statt. Ihr dürft euch gerne wieder dazuschalten, wird wieder übertragen. Jeden Tag um 11.11 Uhr, der Quarantäne-Livestream findet auch statt, wo unterschiedliche Leute was über ihre Erfahrungen mit Gott berichten. Außerdem am Donnerstagabend die Not Frequently Asked Questions, wo es um Fragen geht, die man vielleicht nicht jedes Mal im Jugendkreis sich zu stellen traut, die da von, ja, ich sage mal, Fachpersonal beantwortet werden. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Damit kommen wir auch langsam zum Ende dieses Gottesdienstes mit einem Gebet, einem Segen und einem abschließenden Lied. Vater, ich bitte dich für die nächsten Tage, dass du deine Hände über uns hältst, dass du uns behütest in dieser doch etwas komplizierten Zeit. Du siehst die Probleme, die jeder Einzelne hat, ob es jetzt gesundheitliche Probleme sind oder wenn einem einfach die Decke auf den Kopf fällt, weil man daheim nicht rauskommt. Danke, dass wir uns mit allen Sachen, die uns auf dem Herzen liegen, an dich wenden dürfen. Ich will dich darum bitten, dass du uns die Augen aufmachst für deine Größe und für deine Liebe, dass du uns ja, den Mut gibst zu erfahren, wie wunderbar und wie toll du bist, dass wir den Mut haben, neu geboren zu werden. Ich will dich darum bitten, dass du uns die Kraft schenkst und auch die Überzeugung schenkst, Fehler einzugestehen, uns zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten, aber natürlich auch selbst zu vergeben. Danke, dass du unser liebender Vater bist, der uns in seiner Hand hält. Amen. Und nun geht in diese neue Woche unter dem Segen Gottes, der Gott, aus dem ihr alle neu geboren seid, der Gott, der euch unendlich liebt und euch in diese Welt sendet. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. So.